Nachdem wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehrfach über neue, tolle, große, meist sogar die neun größten Flughäfen der Welt gesprochen haben, die irgendwo auf der Welt mehr oder weniger pünktlich an den Start gegangen sind oder noch an den Start gehen werden, lohnt sich jetzt, etwas mehr als 7 Jahre nach dem ursprünglich anvisierten Eröffnungstermin, vielleicht mal wieder ein Blick in Richtung Berliner Flughafen, unser neuer Hauptstadtflughafen. Der liefert zurzeit nämlich tatsächlich ein paar positive Nachrichten. Und das schauen wir uns heute in einem kurzen Video mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, entspannten, ganz kurzen Video mal wieder aus dem Hotel. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, Flughafen in Berlin, das ist so ein Thema, das haben wir jetzt echt lange links liegen lassen. Stört aber wahrscheinlich niemanden so richtig, weil so wirklich viel Spannendes zu erzählen gab es da tatsächlich nicht. Aber wir bringen uns mal auf den neuesten Stand. Das, was da von außen betrachtet ja eigentlich schon sehr nach einem fertigen Flughafen aussieht, das steht tatsächlich schon seit Jahren. Aber mittlerweile, beziehungsweise seit letztem Jahr, kann man signifikante Teile des Hauptgebäudes, signifikante Teile des Terminal 1 als fertig und als betriebsbereit betrachten. Parallel dazu begann man im letzten Jahr bereits mit dem Bau des sogenannten Billigflieger-Terminals. Inoffiziell natürlich nur, offiziell heißt es Terminal Nummer 2, das steht mittlerweile dort im Rohbau. Und dann gab es auch schon die ersten Einzelabnahmen verschiedener technischer Systeme durch den TÜV und auch die ersten großen Gesamtabnahmen. Wobei die Abnahme der Sicherheitsverstromung und der Sicherheitsbeleuchtung im Terminal 1 noch im letzten Jahr negativ verlief. Was dann wieder den eigentlich geplanten Zeitrahmen für die Eröffnung im Oktober 2020 mit einem Fragezeichen ausstattete. Im April 2019, also jetzt gerade vor ein paar Monaten, wurde dann aber die ach so problematische und komplexe Entrauchungsanlage des Terminal 1 durch den TÜV abgenommen. Danach kamen dann aber nochmal einige gravierende Mängel zum Vorschein, wie zum Beispiel das ganze Thema mit den Kunststoffdübeln. Das war wirklich ein Riesenthema, das ging nochmal richtig groß durch die Medien, ihr erinnert euch bestimmt. Aber man machte natürlich weiter und Mitte 2019, also wieder jetzt vor ein paar Wochen bzw. Monaten, sollten dann weitere große Gesamtabnahmen folgen von den verschiedenen technischen Systemen des Hauptgebäudes im Zusammenspiel untereinander. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Der aktuelle Flughafenchef, Herr Daldrup, zeigte sich gerade erst am Donnerstag, vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit sehr optimistisch und sprach davon, dass der Berliner Flughafen im Oktober 2020 eröffnen wird. Und dass wir jetzt im November, also in wenigen Wochen, erstmals wieder einen wirklich fixen, wirklich genauen Starttermin für die Eröffnung des Flughafens bekommen werden. Optimistisch waren die Verantwortlichen des Berliner Flughafens ja schon immer, aber diesmal klingt die ganze Nummer doch tatsächlich ziemlich konkret und ziemlich plausibel. Der große Knackpunkt an der ganzen Sache waren ja jetzt die eben angesprochenen zahlreichen noch ausstehenden Abnahmen durch den TÜV. Seit Jahren existieren da zahlreiche Mängel, die immer und immer wieder Stück für Stück behoben werden müssen und dann erneut durch den TÜV begutachtet werden müssen. Und das kann man sich, glaube ich, ganz ähnlich vorstellen wie TÜV beim Auto, nur halt eben sehr viel größer, sehr viel komplexer und wahrscheinlich auch mit sehr viel mehr Mängeln, als das ein fahrbereites Auto überhaupt noch haben könnte. Von diesen großen, eben angesprochenen technischen Einrichtungen des Hauptgebäudes, von den großen technischen Systemen des Terminals Nummer 1, die in ihrem Zusammenwirken überprüft werden müssen durch den TÜV, gibt es laut Aussage des Flughafenchefs 12 Stück. Und tatsächlich hat man zum aktuellen Zeitpunkt bereits 220 der geplanten 250 Versuche mit diesem System untereinander durchgeführt. Dabei konnte man anscheinend keine gravierenden Mängel feststellen und man ist tatsächlich sogar so weit zu sagen, dass das Ganze besser läuft als erwartet. Man geht davon aus, dass die verbleibenden Versuche in einer Woche fertiggestellt sind. Dann wird der zuständige TÜV in weiteren 4 Wochen eine ganz genaue, detaillierte, passende Dokumentation zu den gemachten Tests, zu den gemachten Versuchen erstellen und parallel dazu kümmert sich das Bauordnungsamt um die entsprechende Freigabe des dann hoffentlich im Frühjahr 2020 wirklich endlich fertiggestellten Baus ohne Terminal Nummer 2. Davor hat man im Winter aber bereits knapp 20.000 Komparsen zusammengesucht, die dann einen Betrieb des Flughafens simulieren werden, die dann einen Testbetrieb durchführen werden. Und das ist tatsächlich genauso wie vor dann knapp 8 Jahren. Da hat man sich 10.000 Statisten zusammengesucht. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, vielleicht waren einige von euch ja sogar mit dabei und können jetzt bald ein zweites Mal mit dabei sein. Am gleichen Flughafen, im gleichen Flughafengebäude, das höchstwahrscheinlich noch immer genauso aussieht wie vor fast 10 Jahren. Na gut, auf jeden Fall möchte man das dieses Mal einfach nochmal etwas intensiver und im Idealfall einfach etwas besser machen.
Im Oktober 2020, wenn der Flughafen dann wirklich eröffnet, wird es aber keine spektakuläre Umzugsaktion in der Nacht geben, so wie jetzt am neuen Istanbuler Flughafen vor ein paar Wochen. Allerdings soll dann in einem Zeitraum von 2 Wochen der Flugbetrieb am Flughafen Tegel komplett beendet werden und die ganzen Fluggesellschaften zusammen mit ihrem Equipment und den ganzen Bodendienstleistern ziehen dann Stück für Stück zum neuen Berliner Flughafen um. Das vorhin angesprochene Terminal Nummer 2, das Billigflieger-Terminal, das wird dann möglicherweise zum Eröffnungstermin im Oktober 2020 noch nicht ganz fertig sein, ist aber laut aktueller Aussage auch gar nicht so schlimm. Ist wohl nice to have, wenn es fertig ist, wenn nicht, halt, ja, ist dann halt so. Aber spätestens dann, wenn die Kapazität wirklich benötigt wird, und zwar im Frühjahr 2021, soll das Ding fertig und auch betriebsbereit sein. Der Flughafen Schönefeld übrigens, der muss noch mindestens 10 Jahre weiter betrieben werden. So lange eben, bis dann die Kapazität des eigentlichen Berliner Flughafens durch den Bau des Terminals Nummer 3 wirklich ausreicht. Ob das alles so funktioniert, das bleibt natürlich abzuwarten. Das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber der Eröffnungstermin im Oktober 2020, der wird jetzt tatsächlich immer konkreter. Und bis jetzt, wie gesagt, das klingt ja auch erst einmal alles danach, als könnte das diesmal wirklich funktionieren. Spannend wird dann aber auch noch, was danach kommt. Wem gibt man dann die abschließende Schuld für eine Kostenexplosion von knapp 2 Milliarden Euro erwarteten Baukosten bei Baubeginn bis jetzt dann wahrscheinlich knapp 8 Milliarden ausgegebenen Euro bei Fertigstellung des Flughafens? Und wem gibt man die Schuld dafür, dass der Bau eines Flughafens, der in seiner ersten Ausbaustufe nicht mal eine Kapazität von 30 Millionen Passagieren pro Jahr hat, wem gibt man die Schuld dafür, dass das so verdammt lange dauern kann? Allein der Flughafen Tegel hat im Jahr 2018 etwas mehr als 22 Millionen Passagiere abgefertigt. Am Flughafen Schönefeld waren es gut 12 Millionen Passagiere. Also so wie eben angedeutet, das was man da im Oktober 2020 in Berlin fertigstellen könnte, das kann alleine nicht annähernd das derzeitige Passagieraufkommen der Berliner Flughäfen stemmen. Und die wichtigste Frage ist an der ganzen Sache ja auch noch, wie kommt das Ding, was man dann eventuell im Oktober 2020 fertiggestellt hat, dann wirklich bei den Passagieren und bei den Fluggesellschaften an? Denn wenn man mit dem neuen Berliner Flughafen dann nicht schleunigst mal Geld verdienen kann und das Ding immer und immer weiter Verluste einfährt, immer und immer weiter Geld kostet, naja, dann ist das mit der ganzen Blamage halt noch lange nicht vorbei. In diesem Sinne soll es das für heute erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob das alles wirklich so funktioniert, wie das jetzt am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Und dann bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung natürlich. Und dann hoffe ich, dass in diesem kurzen Video trotzdem ein paar interessante Infos für euch mit dabei waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.